10 Tipps gegen Langeweile. Wenn du gerade zu Hause bist und hast Langeweile, habe ich 3 Tipps für dich, wie du deine Langeweile vertreibst. Tipp 1 ist, plane deinen nächsten Urlaub. Geh zu Google Maps, zoom dir eine Insel raus oder irgendein anderes Gebiet und geh so weit wie möglich ran und finde heraus, was es da so gibt und google wieder danach, um herauszufinden, wie du den nächsten Urlaub planen kannst. Wie du den Urlaub natürlich noch günstig planen kannst, erfährst du wie immer bei mir auf der Seite. Tipp 2 ist, räum mal auf. Natürlich nicht Staub wischen, sondern jeder von uns zu Hause hat ja so eine schöne Kiste, wo man alles reinschmeißt. Fotos, Accessoires, Souvenirs, alles Mögliche. Räum die mal auf, du wirst feststellen, dir werden Erinnerungen hochkommen, wo du denkst, ach, war das schön. Und da kommen wir auch gleichzeitig zu Tipp 3, weil währenddessen wirst du auch überlegen, ach ja, das und das hast du mit dem Freund gemacht, den du vielleicht schon lange nicht mehr kontaktiert hast. Wie wäre es, wenn du dich sofort hinsetzt und schreibst ihn einen handgeschriebenen Brief und schickst ihn ab. Und somit hat man auf jeden Fall sofort seine Langeweile vertrieben. Die nächsten Tipps gibt es gleich, aber da oben. Bis gleich. Wenn ihr gerade zusammen in einer Gruppe seid und wisst nicht, was ihr anstellen sollt, dann versucht doch mal die guten alten Brettspiele rauszukramen. Egal, ob es Mensch ärgerlich nicht ist, Monopoly oder die ganzen neuen Sachen wie Seven Wonders und Co. Ich verspreche euch, ihr werdet übelst viel Spaß haben. Gerade wenn ihr denkt, oh, was ihr jetzt hier uns als Tipps gibt, keine richtigen Bock drauf, oder dieses Gefühl habt, dann macht es auf jeden Fall, weil gerade wenn ihr diese Überwindung braucht, habt ihr danach am meisten den meisten Spaß im Endeffekt. Der zweite Tipp ist, treibt doch einfach mal ein bisschen Sport zusammen. Egal ob es Volleyball ist oder schaut, wo euer nächster Kletterwald ist. Oder geht Bowling. Ganz einfach. Der dritte Punkt ist, versucht doch mal eine nächste Motto-Party zu planen. Da habt ihr heute Abend schon mal euren Abend gefüllt und habt auch schon Spaß und habt beim Brainstorm wahrscheinlich die abgefahrensten Ideen. Und dann natürlich das nächste Wochenende, wo ihr die Party macht, habt ihr auch schon wieder Spaß. In diesem Sinne, die nächsten Tipps gibt's oben auf dem Gipfel. Wow. 2600 Höhenmeter. Ihr glaubt mir nicht? Dann passt mal auf. Der ist echt und verdammt kalt. Mitten im Hochsommer. Und glatt ist es zudem auch noch. Die nächsten 4 Tipps sind Spontan-Tipps. Sprich, nehmt euch jetzt sofort einen Stift und Zettel und schreibt euch eure Ziele für die nächsten 12 Monate auf. Am besten noch bildlich. Egal, alles was euch einfällt. Auch Sachen, wo ihr denkt, ah, das hätte ich wahrscheinlich nie gemacht oder sonstiges, schreibt das auf. Nach den 12 Monaten werdet ihr sehen, ihr habt bestimmt davon was gemacht. Spontan-Tipp Nummer 2. Backt einen Kuchen. Ihr habt bestimmt alle Zutaten zu Hause, um einen Kuchen zu backen. Und ja, lasst ihn euch schmecken. Der dritte Tipp ist, ja, jeder von uns hat bestimmt irgendwelche DVDs oder noch Videokassetten zu Hause, die mindestens 10 Jahre alt sind. Schaut euch die Filme mal an, die ihr mindestens 10 Jahre nicht angeschaut habt. Ihr werdet euch beobeln. Ich habe letztens mal MacGyver angeschaut und ich habe mich weggeholt. Also, ihr werdet sehen, ihr werdet Spaß haben. Tipp 4 ist, jeder von uns zu Hause hat doch bestimmt schon solche Projekte angefangen, wie Fotoalben und irgendwelche Bastelsachen, die er nie zu Ende gebracht hat. Fangen Sie sofort an, zu Ende zu bringen, dann habt ihr sogar noch ein schönes Ergebnis. In diesem Sinne, ich stehe jetzt mal gerade mitten im Schnee, im August und strahlend blauer Himmel, aber ein paar Meter sind es noch bis zum Gipfel. In diesem Sinne, wir sehen uns oben. Wir sind jetzt fast auf 3000 Höhenmeter und ein bisschen schwummerig ist mir schon. Okay, sowas müsst ihr nicht gleich auch nachmachen. Aber um eure Langeweile gleich zu vertreiben, nutzt doch die Kommentarfunktion, um eure Erlebnisse und Ideen, die ihr schon gemacht habt, zu posten, damit andere auch gleich was davon haben. Und für alle die, die auch so ein krasses Abenteuer mal erleben wollen, die werden natürlich bei uns im Magazin auch sehr fündig werden, weil da gibt es ein paar schöne Highlights, könnt ihr da mal zu sagen. Ja, schaut sie euch an. Und für alle, die von uns noch mehr sehen wollen, da oben irgendwo oder unten kann man uns abonnieren. In diesem Sinne, seid verrückt, aber glücklich.